Einen schönen guten Tag. In diesem Video werde ich die Schweißnaht aus der Flasche von HG Power Glue vorstellen. Geeignet für Kunststoffe, Metall, Glas, Holz, Gummistein, Porzellan. Bei Kunststoffen, die ölhaltig oder auf Silikonbasis sind, gibt es noch speziell einen zusätzlichen Haftvermittler, den man extra noch kaufen muss. In diesem Fall ist das die normale 2-Flaschen-Version. Hinten nochmal die Daten, Hitze- und Kältebeständig, plus 115 Grad bis minus 45 Grad Celsius, chemikalienresistent, mechanisch bearbeitbar und überlackierbar. Hier nochmal die Anleitung, die Vorgehensweise, reinigen, streuen und die Flüssigkeit drauftröpfeln. Die Verpackung enthält 2 Flaschen, einmal die Flüssigkeit mit dem roten Punkt an der Spitze. Und die 2. Flasche enthält das Granulat. Hier eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Hier die deutsche Bedienungsanleitung. Ich habe in diesem Video damit ein Kunststoffteil am Vergaser, der für die Gasregulierung zuständig ist, geklebt. Wie man auf dem Foto sieht, sieht man die gebrochenen Bereiche. Sie brauchen Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie damit hantieren. Die Flaschen sind verschlossen. Die Spitze muss aufgeschnitten werden. Zum Beispiel mit einem Teppichmesser. Ich habe das besagte Teil, was zerbrochen war, beziehungsweise die beiden Teile mit einem Krokodilklemme fixiert. Dieser Teil ist besonders kompliziert, weil es rund ist. Es ist ein runder Teil. Da ist es nicht so einfach, das Granulat drauf zu streuen, beziehungsweise dass es da drauf bleibt an dieser Bruchstelle. Man muss die Oberflächen natürlich vorher aufrauen mit einem feinen Schleifpapier. Jetzt kann man das Granulat drauf träuseln. Maximale Dicke ist 2 mm. Wenn das ausgehärtet ist, kann man nochmal drüber machen, wenn das einem zu wenig ist. Wie man hier sieht, ist es schwierig, das Granulat drauf zu streuen, beziehungsweise dass es drauf bleibt. Wenn genug Granulat auf dem zu verklebenden Material aufliegt, kann man den flüssigen Kleber draufgeben. So viel Flüssigkeit draufgeben, bis das Granulat sich damit vollgesogen hat. Innerhalb von ein paar Sekunden ist es schon ausgehärtet, aber noch nicht voll belastbar. Für die volle Belastbarkeit empfiehlt der Hersteller 24 Stunden Wartezeit. Ich habe das Teil
logischerweise auch von innen verklebt, damit es einen besseren Halt und eine bessere Festigkeit hat. Das Teil nochmal umgedreht und wieder Granulat drauf und den Flüssigkleber. Natürlich das Teil auch von innen aufrauen. Nun kann das Teil entnommen werden. Übrigens, ich habe einen Link direkt unter der Videobeschreibung zum Produkt bei Amazon.de gestellt. Falls Sie Interesse haben, können Sie sich das dort nochmal anschauen. Möglicherweise dort kaufen oder auch nicht. Das können Sie selbst entscheiden. Aber zumindest können Sie sich dort informieren über den Preis, über verschiedene Details. Und 24 Stunden noch weiter aushärten lassen. Dann kann es voll belastet werden. Nach 24 Stunden, siehe da, man kann es schon bewegen. Es ist schon flexibel, es ist beweglich, ohne dass es abbricht. Hier nochmal wieder eingebaut. Man sieht, es ist voll belastbar. Und hier im Betrieb nochmal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.